So, das ist die Phoebe, ein kleines Listenhundmädel. Die hat jetzt ein Intensivtraining mit mir gemacht und das ist jetzt die dritte Trainingseinheit zu je 3 Stunden. Die konnte vorher, also Fuß gehen damals sowieso nicht. Die ist vorher ziemlich an der Leine gehängt, das hat ziemlich gezogen. Ja? Und viele, die bei mir trainieren, sagen, naja, die geht ja nur spazieren. Weil für sie Training ist 300 mal Sitz, 300 mal Platz, Hund unterdrücken. Die hat nach 2 mal 3 Stunden gelernt, neben ihr zu gehen. Die hat keine Leine in der Hand. Die geht freiwillig hinter ihrer Besitzerin und schließt sich ihr an. Schau, sie ist jetzt vier gerannt, hat hinter ihr bremst und geht weiter hinter ihr. Sie hat keine Leine in der Hand, da ist kein Hilfsmittel dabei. Der Hund macht das aus freien Stücken, weil er gelernt hat, mit seinem Besitzer zu interagieren. Jetzt lässt du sie einmal vor. So, und jetzt darf die Phoebe führen. Führung kann man auch abgeben. Man muss als Hundeführer nicht permanent immer das Sagen haben. So, ruf sie wieder zu dir, sie soll wieder hinter dir gehen. So, die hat jetzt nichts gesagt, das war jetzt kein Druck. Und das macht der Hund, er geht wieder freiwillig hinter ihr. Weil sie gelernt hat, einmal führt sie, einmal führt sie. Ich muss mich nicht ständig unterbuttern lassen und ich muss nicht ständig den Untergebenen spülen. Das ist Hundetraining auf Augenhöhe. Und nicht spazieren gehen, aber hey. Das ist so geil. Schau, sie spült und bleibt trotzdem automatisch hinter ihr stehen. Super. Und das Schönste an dem Ganzen ist, schau, der Hund hat Spaß. Sie darf vor, sie soll nach hinten gehen. Schau, und sie steht, sie wartet wieder. Will sie was von mir, will sie nichts von mir? Super. Und da wird ohne jegliche, ohne den mit geringstem Druck gearbeitet. Und trotzdem schließt sich der Hund an. Er schließt sich ihr freiwillig an. Und sie hat selber gesagt, zum ersten Mal in ihrem Leben hat sie nicht diesen Zwang verspürt, der Hund muss das jetzt machen. Nein, das ist ein Miteinander. Und das Wichtigste ist, in dem Moment, wo Hundetraining keinen Spaß macht, kann es nicht funktionieren. Wir beginnen jetzt einmal mit der alltagsrelevanten Übung. Die ist diese Woche Teambildung. Bei uns gibt es die Möglichkeit, Teambildung zu trainieren. Das ist auch für unsichere und ängstliche Hunde sehr gut. Da gehen wir in den Wald. Ich kenne den Wald. Ich setze es euch abseits der Wege aus. Und ihr müsst gemeinsam den Weg finden. Also nicht so wie beim Mentoring, der Hund rennt vor und sucht der Fährten, sondern ihr sucht gemeinsam, wieder auf den Weg zu kommen aus diesem Dickicht. Und da geht es darum, wenn der Hund nicht weiter weiß und stehen bleibt, dass ihr sagt, komm, folge mir. Ja? Also nicht ihn zwingt, hinter euch zu gehen, sondern sagen, komm, schließ dich mir an, folge mir und vorgeht. Der Hund schließt sich euch freiwillig an, weil er ja nicht mehr weiter weiß. Ja? Und wenn der Hund, oder wenn ihr dann nicht weiter wisst, sagt, schau du. Oder der Hund denkt sich, jetzt kann ich wieder und signalisiert, er will wieder vor. Dann sagst du, ja, dann geh, dann such du ein Miteinander. Das heißt, einmal führt der, einmal schließt sich einer dem anderen an und umgekehrt. Ein Wechselspiel. Das hat auch den Vorteil, dadurch, dass der Hund das freiwillig macht, wenn er dann auf der Straße in Situationen kommt, wo er nicht weiter weiß, dass durchaus sein kann, dass er sich dann hinten anschließt zur Gottigkeit, du, jetzt bin ich mir nicht sicher, regel du. Weil er es gewohnt ist, im Team zu arbeiten und auch die Führung abzugeben. Also nicht ständig vorn zart und alles selber regeln will, sondern dadurch lernt, hinten anzugehen und die Führung abzugeben und zu sagen, okay, das kannst du besser wie ich. Ja? Das ist einmal die alltagsrelevante Übung. Und jetzt kommen wir zu unseren Ausbildungen und da sind wir anders wie in allen anderen Dingen auch. Und zwar gibt es bei uns Therapiehunde, Therapiehunde zur persönlichen Assistenz für Leute mit psychischen Beeinträchtigungen und leichten körperlichen Beeinträchtigungen und Assistenzhunde ganz normal. Bei der Ausbildung zum Therapiehund zur persönlichen Assistenz und beim Assistenzhund bieten wir an, zum Beispiel wenn jetzt so wie bei unserer Familie mit einem kleinen Kind betroffen ist, dass ein Elternteil zusätzlich die Ausbildung zum Hundetrainer machen kann. Ja? Weil ich selber ein behindertes Kind großgezogen habe und
Das ist so eine psychische Belastung und ich oft so an meine Grenzen gestoßen bin und gerade das Training mit meinem Hund, ich habe die Hunde natürlich selber ausgebildet für mein Kind, hat mir oft wieder die Kraft gegeben, im Alltag weiterzumachen. Diese kurze Auszeit von einer halben Stunde, Stunde, wo ich mit dem Hund gearbeitet habe, hat mir einfach wieder die Kraft gegeben, weiterzumachen. Wenn die Eltern das natürlich wollen, sie müssen nicht. Außerdem hat es den Vorteil, dass die Eltern dann, wenn der Hund die Ausbildung fertig hat und noch ein bisschen nachjustiert kehrt, sie selbstständig mit dem Hund arbeiten können und nicht immer auf meine Hilfe angewiesen sind. Das heißt, sie lernen, selbstständig mit dem Hund zu arbeiten und auch neue Übungen, wenn der Hund jetzt was Neues kennen muss, weil sich das Kind ja auch weiterentwickelt, selbstständig mit dem Hund zu arbeiten und nicht ständig zu mir rennen müssen und dann um Hilfe ansuchen müssen, sondern für mich heißt Hilfe, Hilfe zur Selbsthilfe. Je unabhängiger ich jemanden erziehe oder erziehen ist vielleicht das falsche Wort, je unabhängiger ich jemanden helfe, also je mehr ich jemanden helfe, unabhängig zu sein, umso besser ist die Hilfe für mich. Für mich ist es keine Hilfe, wenn der ständig zu mir rennt, ja, es ist mein Geld, aber mir geht es nicht ums Geld, ist mir noch nie gegangen. Und das ist sehr schwer nachvollziehbar. Für mich ist die Frage, ist es für euch nachvollziehbar, dass diese Zusatzausbildung durchaus Sinn macht? Nicht nur, weil die Eltern eine Möglichkeit haben, auch etwas anderes zu tun, runterzukommen mit dem Hund, der Hund eine andere Bindung auch zu dem Elternteil hat und zu dem Kind und weiterführend sie die Eltern einfach viel Geld ersparen, weil sie autonom und selbstständig arbeiten können. Jetzt habe ich das Problem, dass wir bei verschiedenen Orgas angesucht haben, um diese Ausbildung, diese zweigleisige Ausbildung für einen Elternteil und das Kind zu finanzieren und immer kriegen, na wozu braucht ihr die Ausbildung zum Hundetrainer? Das ist ja unnötig. Wir finanzieren wenn dann nur das Kind und im Endeffekt dann gar nichts, weil wir sind zu kompliziert und das ist alles komisch. Ja, das ist neu, was wir machen. Das ist korrekt. Ist es für euch nachvollziehbar, warum wir das tun? Weil ich mache das so, weil ich es für richtig halte und ich werde es auch weiter so machen, weil es für mich einfach wichtig ist, meinen Weg zu gehen und nicht, das machen wir immer schon so und so macht man das nicht, sondern ich mache das auf mein Ort, weil das für mich die einzig richtige Ort ist. Und da kommt jetzt die nächste Frage, gibt es Großsponsoren, die einen Teil dieser sehr kostenaufwendigen Ausbildung finanzieren würden? Die würden sich dann bitte per PN bei mir melden. Wir bringen die dann mit der Familie zusammen und wir erklären das Gesamtkonzept und die sind auch dann Teil dieser Ausbildung, die sagen, wir halten das komplett transparent, aber nicht für die breite Öffentlichkeit, weil ich will diese Familie jetzt nicht ans Licht zehren, mit die brauchen, ja, ich will das einfach nicht. Ja? Die bereit sind und sagen, okay, das ist ein anderer Weg, das ist ein Weg, der neu ist, den wo ich mir mitgehe, die melden sich bitte bei uns und der Rest ist mir einfach nur wichtig, ist das nachvollziehbar, warum wir das tun? Weil für mich ist es einfach der richtige Weg. Und für mich ist auch wichtig, dass man das versteht, warum ich tue, was ich tue. Und ich habe bei diesen Orgas gar keine Chance gehabt, das zu erklären, weil von vornherein, das ist unnötig. Und ich finde aber das gerade wirklich wichtig, weil gerade ein stabiler Elternteil für solche Kinder unheimlich wichtig ist, dass die einen Ausgleich haben, dass die nicht das Gefühl haben, hilflos dem Ganzen immer ausgeliefert zu sein, sondern dass die einfach eine Möglichkeit haben, aktiv mitzuarbeiten, selber Teil der Ausbildung zu sein, selber Teil des Gesundwerdens, selber Teil der Heilung des Kindes zu sein. Das ist mir einfach wichtig. Und da wollte ich eigentlich fragen, ob ich das so erklärt habe, dass man nachvollziehen kann, warum wir das so tun. Und über Großspender oder Großsponsoren, die sich daran beteiligen, täten wir uns unheimlich freuen, weil die Arbeit mit dem Burm ist wirklich wichtig und die Familie braucht wirklich die Unterstützung. Ja, danke.